Bisher waren die Vereinigten Staaten das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Natürlich in einem anderen Sinn, in dem Zusammenhang, den ich Ihnen jetzt darstellen werde. Deutschland das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ein Bundeskanzler, der alles vergisst. Ein Wirtschaftsminister, der von Wirtschaft keine Ahnung hat. Eine Außenministerin, die Russland den Krieg erklärt. Nun haben wir einen Bundeskanzler. Wir erinnern uns an das Thema Cum-Ex-Skandal in Hamburg. Auch die Staatsanwaltschaft Hamburg war ja da involviert. Da ging es um 48 Millionen der Warburg Bank Steuernachzahlungen, die auf merkwürdige Art und Weise dann erlassen wurden, was Herrn Olarius anging. Dieser Herr steht jetzt in Bonn vor Gericht. Jetzt müssen wir hören, dass der Laptop, also Beweismaterial aus der Sicherheitszone dessen, wo er aufbewahrt war, nämlich für die Staatsanwaltschaft in Köln, dass dieser Laptop verschwunden ist. Und merkwürdigerweise spielt ja der Büroleiter von Herrn Scholz eine maßgebliche Rolle. Es ist schon erstaunlich. Hierüber unterhalten wir uns mit einem Herrn aus dem Bundestag, der im Untersuchungsausschuss ist. Seid gespannt und bleibt dran. Liebe Zuschauer, ja, hätte man nicht gedacht, was in Deutschland los ist. Unser Kanzler vergesslich und ja, jetzt verschwinden auch noch Laptops mit 700.000 Mails. Wir begrüßen Kai Gottschalk, Mitglied des Deutschen Bundestages, Fraktion der AfD. Lieber Kai, herzlich willkommen. Hallo Peter, ich grüße dich. Kai, ich darf das mal verlesen. Also hier, was Fokus schreibt im Einklang mit anderen. Im Hamburger Untersuchungsausschuss der sogenannten Cum-Ex-Affäre sind zwei Laptops mit mehr als 700.000 E-Mails verschwunden. Nach Informationen von Stern und Westfälische Allgemeine Zeitung soll ausgerechnet der von der SPD berufene Chefermittler Steffen Jenicke das heikle Beweismaterial aus dem Tresor im Sicherheitsraum des Untersuchungsausschusses entfernt und versteckt haben. Unter den vermissten E-Mails befinden sich auch Postfächer von Olaf Scholz, Büroleiterin Jeanette Schwamberger und Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher und anderen Top-Beamten. Das sind ja Meldungen, da sagst du ja, leben wir in Deutschland oder leben wir in der Bananenrepublik? Anscheinend Letzteres. Es ist ja nicht der erste Vorgang, der uns in Deutschland mittlerweile staunen lässt. Ich erinnere jetzt nur mal kurz, was in Hamburg, meiner alten Heimatstadt, passiert ist, dass man mit einem Fahrzeug einfach so aufs Vorfeld kommt und dann 18 Stunden den Betrieb lahmlegt. Nein, in der Tat, das ist ein Fall, der Wasser auf meine Mühlen ist, dass wir hier in Berlin, und auch das verwehrt uns ja diese Ampelregierung, wir liegen vom Verfassungsgericht, endlich den Untersuchungsausschuss Cum-Ex Scholz Warburg bekommen. Denn das ist jetzt, glaube ich, endgültig dokumentiert. Der Chef dieses Untersuchungsausschusses, dieses regionalen, so nenne ich ihn mal, ist Herr Petersen, SPD. Dieser Chef, den du angesprochen hast, Herr Steffen Jenicke, ist Leiter des Arbeitsstabes dort. Ist mir überhaupt fremd, dass ein Leiter des Arbeitsstabes, aber das ist dort wohl so bei Untersuchungsausschüssen, fast mehr Macht hat als anscheinend so ein zahnloser Tiger wie Herr Petersen als Untersuchungsausschussvorsitzender. Aber beides sind rote Barone, rote Genossen. Und die haben keinen Aufklärungswillen. Das ist mir auch aufgefallen, als ich dort als Zeuge ausgesagt habe. Ich habe echt gedacht, wollen die überhaupt aufklären? Dann nehme ich die CDU vollkommen mit rein. Wenn ich jetzt im Untersuchungsausschuss gewesen wäre, ich hätte da 10, 11, 12 Stunden in diesen Laptops gelesen. Und geprüft und Prüfbegriffe eingegeben. Ich weiß also, wie das geht. Ich habe ja nun selbst ein Jahr Untersuchungsausschuss hinter mir und ganz vorne. Nein, also ich bin entsetzt. Bananenrepublik trifft es, aber hier soll der Kanzler geschützt werden und es ist ein klares Argument dafür, der Untersuchungsausschuss muss hier in Berlin stattfinden. Ich glaube, wir hätten das Instrumentarium, wir würden hier anpacken und wir würden Scholz dann auch, ich sag mal, medial wie auch argumentativ an die Wand stellen, sodass er endlich zurücktreten muss. Das Kartell aus Politik und Medien mag Hallo Meinung überhaupt nicht. Verständlicherweise, denn wir berichten Dinge, die Sie im öffentlich-rechtlichen und in den gängigen Medien sonst nicht hören und lesen. Danke für die Unterstützung, sagt Peter Weber und das Team. Kai, nun haben wir sehr viele Zuschauer, die sind in selbstständiger Tätigkeit. Das heißt, so Kleinbetriebe, Mittelstandsbetriebe. Die werden sich wundern. Und ich muss noch dazu sagen, liebe Zuschauer, Kai Gottschalk war ja im Wirecard-Untersuchungsausschuss mit zugegen, sitzt im Bundestag. Wir reden also nicht hier jemand vom Hörensagen, sondern er ist unmittelbar nah dran an Olaf Scholz.
Aber was glaubst du, was in den Menschen vorgeht, die das hören? Die jetzt eine, wir gesetzt den Fall, wir haben eine Betriebsprüfung, die Steuerfahndung wird eingeschaltet und die versiegeln jetzt das Büro. Jetzt geht der Inhaber rein und sagt, naja, ich habe noch mal meine Stammdaten, beziehungsweise ich habe noch mal die Disketten mitgenommen, habe noch mal die Arbeitsplatte mitgenommen und habe auch die beiden Laptops, die jetzt da drin waren, haben wir auch mit verschwinden lassen. Aber ich sage nicht, wohin. Weil, Kai, wie soll der normale Bürger, der Unternehmer, der das hört, wie soll der damit umgehen? Ich denke, das ist schon beim Bürger angekommen, denn kaum einer hat noch Vertrauen in den Staat, in die Funktionsfähigkeit des Staats. Ich sprach eben nur mal das Abenteuer Hamburger Flughafen an. Die Proteste, die wir auf den Straßen sehen, dass hier Menschen mittlerweile das Regime übernehmen, die klar antisemitische Parolen, die einen islamischen Staat haben wollen. Also das kann nur so ankommen, wie ich es eben gesagt habe. Es ist Verlust der Rechtskontrolle. Parteien haben anscheinend und gewisse Parteien mehr Rechte, stehen über dem Gesetz, Herr Scholz allemal. Es ist ja auch mal gesagt worden, die Hamburger Staatsanwaltschaft und andere haben vielleicht deshalb kein Untersuchungsverfahren eingeleitet mit Rücksicht auf die Stellung des Herrn Scholz. Auch das muss man sich mal vorstellen. Eigentlich sind doch vom Gesetz, so war es mal, so habe ich es gelernt, alle gleich. Aber das ist schon lange in Deutschland anscheinend nicht mehr der Fall. Und es ist eine Erosion des Rechtsstaates, eine Erosion in das Vertrauen, und sicherlich auch ein Grund für den wirtschaftlichen Niedergang, den wir gerade erleben. Denn Vertrauen, Planbarkeit, Verlass auf unser Rechtssystem, die Rechtsordnung ist doch fundamental für wirtschaftliche Prosperität. Und das verlieren wir zusehends. Also ich kann aber einen Trost geben, wir sind die letzte Rechtsstaatspartei. Wir haben das durchbekommen. Die Ampel hat gezetert. Top 0, das ist Aktuelles, im Finanzausschuss am Mittwochmorgen um 9 Uhr ist das Laptop-Thema. Und ich werde da nicht locker lassen, bis wir hier den Untersuchungsausschuss haben und bis wir Herrn Scholz gestellt haben und er zurücktreten muss. In jedem normalen Land wäre das der Fall. Und man muss wirklich sagen, ein Boris Johnson ist ja inzwischen für weniger, wenn man es mal auch mit der Rechtsstaatlichkeit der Vorbildfunktion sieht, ist für weniger zurückgetreten. Denn in Wirecard hat Herr Scholz als Finanzminister auch keine gute Figur gemacht. Beim G20-Gipfel hat er keine gute Figur gemacht. Und jetzt wiederum muss man ja sagen, es ist schon gar keine Causa Cum-Ex, 45 Millionen Euro und Olearius und Warburg Bank. Es ist für mich längst zu einer Causa Scholz und einer Causa SPD geworden, die sich benimmt wie die SED in der DDR, das Recht beugt anscheinend. Und hier ein Leiter eines Arbeitsstabes anscheinend, und wir lesen es ja überall, es gibt auch keine klaren Dementis, wohl diese Laptops hat verstellt, was auch immer. Und ja, mich entsetzt das. Ich kann nur sagen, so funktioniert mittlerweile in Deutschland der Staat, und die einzige Partei, die sich da vehement gegen stemmt, die wird mit Verfassungsschutz überzogen. So weit sind wir in Deutschland, während Islamisten und andere hier frei rumrennen. Ja, also ich habe das erst nicht glauben wollen. Ich habe das für eine Falschmeldung gehalten. Ganz ehrlich, so viel Vertrauen hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Hatten wir auch, davon kann ich aus, davon musst du Ja. ausgehen. Kai, können wir den Zuschauern versprechen, dass wir sie weiter zeitnah und direkt informieren? Denn Ich habe die ja mein Fragen werden Ehrenwort. kommen, ne? Ich Wunderbar. habe ja mein Kai, Ehrenwort. wenn wir das jetzt hören, können wir den Zuschauern, nicht jeder ist dann unmittelbar immer auf Ballhöhe. Das liegt daran, jeder Mensch hat, die Menschen haben ihre Aufgaben, müssen ihr täglich Brot verdienen. Kannst du in einen kurzen Sätzen nochmal sagen, worum es beim Cum-Ex und die Verantwortung Olarius, Warburg Bank und Olaf Scholz ging? Ja, also im Telegram-Stil, Cum-Ex sind mittlerweile auch festgestellt von Gericht verbotene Geschäfte. Nämlich, man muss sagen, man erschleicht sich eine erstattete Kapitalertragssteuergutschrift zweimal. Das geht, indem Aktien vor dem Dividendenstichtag, deswegen heißt es so, hin und her gehandelt werden, meist mit ausländischen Anteilseignern. Und der ausländische Anteilseigner über eine Bank dann sagt, obwohl das gar nicht der Fall war, er hätte Kapitalertragssteuer bezahlt. Das konnten die deutschen Finanzbehörden nie richtig überprüfen. Und tatsächlich hat irgendjemand in Deutschland dann eine Kapitalertragssteuer erstattet bekommen, immerhin 25% von der Dividende, Kapitalertragssteuer. Aber auch, und das war ein lukratives Geschäft, ausländische Banken haben mit Partnerbanken hier in Deutschland das dann nochmal geltend gemacht, sodass tatsächlich, und das ist das Perverse, Geld, was schon im Staatssäckel war, zu Unrecht ein zweites Mal als Kapitalertragssteuererstattung ausgekehrt worden ist. Was ist die Rolle von Scholz?
Herr Scholz war Finanzsenator bis 2018 im Februar, bevor Finanzminister hier geworden ist. Er war erster Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg. Herr Tschentscher, den du auch erwähnt hast, war damals Finanzsenator, heute Bürgermeister. Also es hängen Personen hier mit drin, die sind wichtig für die SPD. Und es wird kolportiert. Das ist drei Treffen, die hat er uns gegenüber im Finanzausschuss, mir gegenüber auf Fragen auch eingeräumt. Erst hat er ein Treffen mit Herrn Olearius eingeräumt, dann drei. Es gab Tagebucheinträge, auch von Herrn Olearius, der gesagt hat, oh, Herr Scholz wirkte sehr, sehr verständig. Und wofür wirkte er verständig? Dass die Warburg Bank Gelder aus diesen Geschäften, 45 Millionen Euro immerhin, nicht an das Finanzamt in Hamburg, an die Finanzbehörde zurückzahlen muss. In allen anderen 15 Bundesländern war das inzwischen Usus. Aus diesen Geschäften, wo es Gelder gab, haben die Finanzämter reihenweise die Gelder zurückgefordert, teilweise Strafverfahren eingeleitet, nur in Hamburg nicht. In Hamburg, die Warburg Bank sitzt in Hamburg, altehrwürdiges Institut. Und Herr Olearius, den du erwähnt hast, der ja jetzt schon deshalb vor Gericht steht, nämlich Beihilfe oder auch Anstiftung oder auch tatsächlich zur Steuerhinterziehung, Steuerverkürzung, was auch immer, das wird der Prozess zeigen, was nun war und was wird. Er war der Vorstandsvorsitzende und Herr Scholz hat sich meiner Ansicht nach, und das hat Herr Scholz mir gegenüber im Juni 21, Juli 21 auch im Finanzausschuss gesagt, habe ich auch im Untersuchungsausschuss in Hamburg beeidet, klar gesagt, er hat sich dreimal, da kann er sich daran erinnern, mit Herrn Olearius getroffen. Er konnte sich aber nie an die Gesprächszeiten so konkret erinnern. Hat gesagt, ich bin Pokerface und ich würde nie was sagen. Nur Herr Olearius sagt ganz anderes aus. Und in seinen Tagebüchern, also den von Herrn Olearius, steht auch was anderes. Der Verdacht, der im Raum steht, ist also, dass Herr Scholz als Bürgermeister, wahrscheinlich nicht ohne Herrn Tschentscher mit ins Boot zu holen, eine Sonderregelung, wie man so sagt, auch das ist toll, Rechtsvertrauen in den Staat, man muss nur eventuell den Bürgermeister oder den Finanzsenator kennen, zur Niederschlagung dieser Rückforderung geführt hat. So wird es vermutet. Ja? Man hat jetzt eine Finanzbeamtin in der Behörde dafür wohl gehängt, wenn man so will, rechtlich. Glaubt aber kein Mensch, dass eine Finanzbeamtin in einer Steuerbehörde selbst über 45 Millionen Euro entscheidet. Also klar, dann kommt der Weihnachtsmann, der Osterhase an einem Tag. Und der Verdacht liegt schon sehr nahe, dass es hier eine politische Einflussnahme gab. Und das würde dann nach den jetzigen Aussagen, wenn wir es beweisen können, Scholz sicherlich den Kopf kosten. Meiner Ansicht nach hat er uns belogen im Finanzausschuss, ganz klar. Ich habe dort gesessen. Man kann also nicht bei uns sagen, ich habe mich dreimal getroffen und 3 Monate später im September 21 vom Untersuchungsausschuss in Hamburg sagen, ich kann mich an nichts mehr erinnern, ich weiß von nichts mehr, ob ich mich mit ihm getroffen habe und wenn ja, wie oft. Das ist der Hintergrund. Und es geht um 45 Millionen Euro Steuergelder, die zunächst nicht zurückgefordert werden sollten. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd oder Hallo Meinung. Wir sagen danke für die Unterstützung, aber glaubt uns, wir machen weiter und wir gehen dorthin, wo es den Mächtigen wehtut. Liebe Zuschauer, da sind wir stolz, dass wir Gesprächspartner wie Kai Gottschalk haben. Ich darf Ihnen sagen, dass uns verbindet ein freundschaftliches, offenes Verhältnis. Wir reden miteinander. Und das unterscheidet uns, denn wir erzählen nicht über jemand, sondern wir sprechen mit jemand. Lieber Kai, lass uns zum Schluss noch etwas Humoristisches sagen. Wenn wir jetzt den amerikanischen Präsidenten Joe Biden nehmen und nehmen Olaf Scholz, der eine weiß nicht, wo er hinläuft und der andere weiß nicht, wo er ist. Also insofern haben wir schon Nummer 1 und Nummer 3 in der Welt, wo man sagen, mein lieber Mann, der eine ist amerikanischer Präsident, der andere ist Bundeskanzler. Das hat schon ein Geschmäckle, was hier läuft, ne? Ja, das Ja. stimmt. Man könnte sagen, zumindest Scholz hat Nehmerqualitäten, Biden hat nicht mal mehr Steherqualitäten. Er soll ja auch mal umkippen, einfach so, und die Treppe verfehlen. Aber es ist beängstigend, weil immerhin Herr Biden ist von der noch wirtschafts- und politischen Großmacht Nummer eins in der Welt der Chef. Ich frage mich auch, 280 Millionen Amerikaner, gibt es da keinen Jüngeren, so um die 50 oder so in unserem Alter, richtig gut noch beieinander, die das Land da mal führen könnten? Und Scholz, da sage ich einfach nichts mehr zu, weil das ist einfach eine Frechheit. Ich sage das einfach mal mit den Worten eines Dan McCrum nach dem Untersuchungsausschuss Wirecard. Und so ein Mann soll Kanzler werden. Und Ja. ich sage, der wird nie Kanzler. Das werden die Deutschen schon. Ja gut, dann kam Laschet, wir kennen die Geschichte und die Flut. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass die Deutschen wirklich so einen Mann, der bei Wirecard, nochmals, für mich auch genau das gleiche Muster, nie was gehört, nichts gewusst, nie informiert, das gleiche Bild des Jammerns abgegeben hat.
Und scheint, als Kanzler musst du heute nur glatt wie Teflon sein, dann kannst du Kanzler werden, aber du musst nichts können. Und was der Mann kann, das können wir ja in 2 Jahren Regierungsbilanz sehen. Also ich bin entsetzt und ich hoffe, dass wir diesen Mann bald dahin bringen können, wo er hingehört, nämlich von Kadi und in den Ruhestand. Ja, und wir werden und mit aller Macht unser Möglichstes dazu tun. Liebe Zuschauer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten. Ja, einfach unseren Sender abonnieren, wenn es Ihnen gefallen hat. Und zum anderen bedanke ich mich bei dem Bundestagsmitglied Kai Gottschalk, Fraktion der AfD und sehr wirtschaftsbewandert, wie wir gehört haben. Kai, herzlichen Dank. Vielen Dank, lieber Peter. Grüße ins schöne Bayern.